Stellst du dich im Leben in die erste Reihe oder stellst du dich in die zweite Reihe? Was ist die Unterscheidung? Die Menschen in der ersten Reihe, das sind diejenigen, also ich kenne das bei Vorträgen beispielsweise. Du kommst dahin, die sitzen, das sind mehrere Reihen irgendwie, da sitzen 100 Leute, 200 Leute, 300 Leute, 400 Leute. Es gibt diese Menschen, die setzen sich immer in die erste Reihe und die wollen nah am Referenten sein, die wollen was erleben, die wollen wissen. Die wollen wissen, was der da zu erzählen hat, die möchten möglichst viel mitnehmen. Und es gibt Menschen, die sich immer erst ganz hinten hinsetzen oder in der zweiten, dritten, vierten Reihe sitzen. Und die würden niemals die erste Reihe besetzen. Und ich meine, im Laufe der Jahre Folgendes herausgefunden zu haben: Diejenigen, die sich nicht in die erste Reihe setzen, die wollen nicht so bedeutungsvoll sein. Also die sind so ein Teil einer Masse. Die sind so ein Teil von dieser ganzen Herde irgendwie. Und diejenigen, die sich so in die erste Reihe setzen, das sind häufig die, die sagen, ja, guck mal, ich mache das aus der Situation, weil das Allerbeste. Mal schauen, was mir das jetzt hier bringt. Und ich habe den Eindruck, du darfst mich gerne korrigieren, ich habe den Eindruck, dass man diese gleiche Analogie auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Also dass Menschen, die sich im Leben in die zweite Reihe stellen oder in die hinteren Reihen, auch sonst nicht häufig hier schreien, wenn das Leben bestimmte Herausforderungen anmeldet oder wenn es bestimmte Chancen zu ergreifen gibt. Das sind die, die häufig sagen, ja, dann sollen doch die anderen mal gerne machen. Und die dann sozusagen mit der Gruppe verschmelzen, mit der Allgemeinheit und sich häufig mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Aber, und jetzt kommt's, häufig gar nicht damit zufrieden sind, denn sie spüren in sich ganz leise so eine latente Unzufriedenheit, die ihnen sagt, eigentlich ginge vielleicht auch mehr. Oder was noch perfider ist, dass sie dann versuchen, denjenigen, die sich in die erste Reihe stellen, so eine Art schlechtes Gewissen einzureden, so nach dem Motto, ja, du bist aber, glaubst du bist was Besseres, bist du ein Narzisst, bist du aber vorlaut, was glaubst du, wer du bist? Und die haben irgendwie nicht verstanden, dass es, wenn man in die erste Reihe will, dass es die eigene Aufgabe ist, sich in die erste Reihe zu stellen. Und dass man nicht darauf warten muss, dass irgendjemand anderes in der ersten Reihe platziert. Das ist unser persönliches Ding. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir da stehen, wo wir stehen wollen. Oder da sitzen, wo wir sitzen wollen. Also sitzen wir in der ersten Reihe oder sitzen wir irgendwo in der zweiten oder eben bei Vorträgen irgendwo in den hinteren Reihen und sehen ganz schlecht. Aber werden deswegen auch nie wirklich in Gefahr kommen, uns mit dem, was da uns dieser Referent da vorne erzählt, wirklich auseinanderzusetzen. Vielleicht spricht er uns sogar an oder vielleicht guckt er uns sogar an. Vielleicht versucht er sogar in Interaktion mit einem zu treten. Also wie ist es gerade bei dir hier, wenn du das Video anschaust? Ist das für dich jetzt was, womit du was anfangen kannst? Oder sagst du, ja, ich bin zwar einer aus der zweiten Reihe, aber das soll mal ganz weit weggehen. Also los, komm, geh in die erste Reihe.